Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Galgenberg vom lieben Yogi. Ja, vom lieben Yogi. Liebe Leute, ich bin im Moment ziemlich hin und her gerissen. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele die Galgenberg total gerne. Aber ich weiß, dass ich den nächsten neuen Spielstand anfangen muss. Deswegen bin ich im Moment immer so ein bisschen in Zwiespalt. Ich sage euch das ganz ehrlich, das ist alles schön und gut, ne? Aber dann hast du so viel Fortschritt, die arbeitet, dass du im Endeffekt dich in den Hintern beißt, dass du dann so lange weitergespielt hast. Sagen wir, wie es ist. Ich bin am Überlegen, ob wir die Galgenberg, bis das Update da ist, erstmal ruhen lassen und so ein bisschen so lange auf die Old Stream gehen. Da so ein paar Folgen machen oder so, bis wir das hier fertig haben. Ach, jetzt nimmt der das so nicht an, ne? Das wird zumindest jetzt so meine Idee. Weil einfach, ja. Es ist doof sonst. Sagen wir, wie es ist. Man spielt und arbeitet und tut und merkt und dann hinterher denkst du, Dankeschön, weißt du? Wenn ich jetzt sage, schreibt mir das in die Kommentare. Ja, können wir machen, aber ja, ich würde dann gleich einen Old-Stream-Spielstand einrichten. Dass wir morgen Abend eine Folge Old-Stream haben, aber versteht ihr das? Man arbeitet und tut und merkt und im Endeffekt weißt du, ja, nächste, übernächste Woche kannst du einen neuen Spielstand einrichten. Und dann hast du wieder so viel fertig, dass du dir denkst, versteht ihr, was ich meine? Mir geht's zumindest im Moment so. Da würde ich lieber erst warten, bis jetzt das Update raus ist. Und wir dann vernünftig wieder spielen können. Wie jetzt die ganze Zeit hier drauf rumzudaddeln. Im Endeffekt hast du nicht die große Lust jetzt hier nur hier zu sehen, da zu sehen, dies zu machen, das zu machen, weil du genau weißt, dass du einen neuen Spielstand anfängst. Deswegen, ich würde... Meine Meinung ist, dass wir die Galgenberg pausieren, bis das Update da ist. Und dann einen neuen Spielstand anfangen. Müssen wir ja eh. Wir werden wieder auf den Hof gehen, da können wir uns sicher sein, weil ich den Hof mag. Ich werde ihn vielleicht ein bisschen an ein, zwei Stellen dann später umbauen. Weil viel Platz verschenkt ist in meinen Augen und man dann vielleicht noch ein oder zwei Hallen dazu setzen kann, ne? Ansonsten wäre das jetzt so mein Masterplan. Ja. Wir müssen überall sehen. Kommen wir nicht drum rum. Das nimmt viel Zeit in Anspruch, weil CP geht hier bei mir immer noch nicht. Wenn ich CP anmache, sind die Bogenwinkel sonst wo. Aber nicht da, wo sie sein sollen. Ich kann es euch nicht sagen. Aber in jedem anderen Spielstand geht CP. Also kannst du nicht am Mod liegen. Ich habe keinen Plan. Außerdem ist das hier, glaube ich, auch noch ein Problem mit den Tieren. Weil ich ja mit den Animal Dingsbums, Dingsler Extension oder wie das da auch immer heißt, Spieler haben wir auch, glaube ich, ein Problem im Stall, ne? Dass die Tiergesundheit nicht hochgeht. Aber das soll im Update dann auf... Ja, seht ihr? Die Gesundheit geht einfach nicht hoch. Das ist ein Problem. 0% Produktivität. Weil ich das Zeug hier nicht reinkriege. Das kommt ja dazu. Die sind natürlich gut zufrieden. Hier kriege ich aber keine 100% Produktivität, weil ich nur dies und das drin habe. Also nur Mischration jetzt erst. Hier ist alles drin. Kriege aber auch keine Produktivität. Das ist doof, weil dann sterben die mir weg. Ich habe gehört, das soll im nächsten Update auch gefixt sein und besser sein, dass man da auch mit spielen kann. Ich möchte nämlich auf jeden Fall mit dem Mod spielen, weil ihr gibt dem Spiel nochmal wieder ein ganz anderes Spielerlebnis, weil du kannst diesmal machen, du kannst das machen. Das ist natürlich ganz was anderes, ne? Muss man sich nichts vormachen. Du kannst auch mal Schweine machen, wenn du da ganz viel Gemüse für über hast, weil es sich auch lohnt. Du kaufst Ferkel, verkaufst die großen Schweine, machst du Gewinn mit. Ja, wenn du das Gemüse dann abrechnest, wenn du es über hast, ja, dann machst du Gewinn. Aber die, so wie Bullenmast und so, finde ich, ist ein cooles Future.
Gerade wenn du Milchviecher machst, hast du noch ein bisschen Abwechslung. Na klar, kannst du hier eine Schlachterei mit reinnehmen. Mache ich aber nicht. Weil, nee, aber... Ich bin dafür, dass wir erstmal ein bisschen auf die Old Stream so lange gehen. Da ein paar Folgen spielen, bis das Update für die Galgenberg raus ist. Dann haben wir da... ein Erfolg oder so. Weiß ich nicht. Die finde ich persönlich angenehmer. Weil im Moment quäle ich mich hier auf der Galgenberg, weil ich genau weiß, ich muss einen neuen Spielstand anfangen. Und wenn ich da jetzt so viel Zeit reindaddel, dann habe ich für den neuen Spielstand keinen Bock. Aber im Moment ist es halt so, dass man halt auf das Update noch warten muss. Oder wir gehen auf eine andere Karte. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe auch noch nicht so in dem Sinne gefunden. Wo ich jetzt sagen würde, dann... Old Stream waren wir lange drauf, haben wir auch 100 Folgen, glaube ich, gemacht. Oder nicht ganz 100 Folgen. Mehr nur so ein Ding, wo man sich drüber, wo man drüber nachdenken könnte. Ich habe zwar auch keinen Bock, jetzt schon wieder einen neuen Spielstand einzurichten, aber im Moment ist ein bisschen Zeit. Ja, was heißt Zeit? Aber hätte man ein bisschen Zeit dafür? Oder man spielt Ostseeküste 2 Folgen? Ja, da wäre es auch doof. Versteht ihr, was ich meine? Ist nicht so einfach, die Entscheidung. Ne? Sagen wir, wie es ist. Ich glaube, wir gehen ein bisschen auf die Oldstream vor. Solange bis das Update kommt. Der Juni hat gesagt, es soll irgendwann Anfang Juni kommen. Wir haben jetzt... Welchen haben wir? 19. Sind noch ein paar Tore, ne? Sind ja noch mindestens 2 Wochen. Wer weiß, ob es dann direkt rauskommt. Wir müssen ja auch testen, dies und das. Dann müsste man Yogi mal fragen. Aber ich mag den auch nicht so einfach anschreiben, weißt du? Das macht man nicht. So gut kenne ich ihn nicht. Ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht. Und von daher, dann schreibt man nicht jemanden einfach so um und sagt, hier, hör mal zu, wie ist die Lage? Sag mal schnell. Dann kommt er sich auch für Apple vor. Sagen wir, wie es ist. Ja, aber es ist zumindest erstmal so mein Masterplan, dass ich, ja, dass ich jetzt erstmal ein bisschen auf die Old Stream gehe. Oder auf eine andere. Ja, Old Stream bietet sich halt an. Da kam, glaube ich, auch ein Update raus oder so, ne, dass man da so ein bisschen drauf rumtingelt. Da sich das ein bisschen schön merkt. Kein Plan. Davon eine ganze Menge. Wie gesagt, im Moment hier, ich mag die Map, ich spiele sie auch gerne, aber dadurch, dass ich weiß, dass ich hier neu anfangen muss, ist das für mich im Moment Quälerei, bin ich ganz ehrlich. Und wenn was für mich Quälerei ist, spiele ich es normal nicht. Weil ich muss ja Spaß am Spielen haben und nicht machen, weil es gesehen werden möchte oder so. Wenn wir so, nee, das mache ich nicht. Das ist nicht mein Ding, das habe ich noch nie gemacht. Deswegen gehen wir so lange sitzen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse oder seht es mir nach. Nein, die sagt dir da ja gar nichts zu. Das ist ja normal, aber wir werden jetzt ein bisschen wechseln. Bis das Update da ist und dann fangen wir mal einen Spielstand an, gehen auf denselben Hof, richten uns den anders ein, also fast genauso. Richten uns aber von den Flächen ein bisschen anders ein. Aber das kriegen wir dann auch hin. Liebe Leute. Ja. Deswegen machen wir heute die Folge nicht so lang. Kommentare sind trotzdem gern gesehen, ne? Ich bin dafür, dass wir eine Zeit lang deswegen auf die Old Stream gehen. Zur Not kann man die beiden Projekte noch parallel mitlaufen lassen, wenn die Galgenberg wieder kommt. Aber solange soll, bin ich dafür, dass wir auf die Old Stream gehen. Ich richte da gleich einen Spielstand ein. Ja, ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Richte ich noch einen Spielstand dann neu ein und dann gehen wir auf die Old Stream vor. Richtig? Bin ich dafür, liebe Leute. Dann sage ich jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Kommentare, wie gesagt, sind immer gern gesehen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ich muss Spielspaß haben.
Das ist für mich das Wichtigste, weil dann kann ich Videocontent bieten und nicht irgendwas, was rausgequält ist. Das ist nicht meine Art. Deswegen, Däumchen würde ich mich echt drüber freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.